Es geht wieder los. Das Chaos ist perfekt. Ja, wir haben also schon einen Riesenhaufen hier draußen vor dem Wohnwagen, den wir komplett entsorgen und überhaupt nicht mehr mitnehmen. Ich weiß nicht, wo wir noch einsparen sollen. Keine Ahnung. Hier in der Nähe ist auch gleich ein Wohnwagenhändler. Mir ist da nämlich was kaputt gegangen. Da. Zwei Tage, drei Tage vorher, logisch, ne, muss irgendwas kaputt gehen. Das ist das Schloss und der Griff zum Schließen für die Gasklappe. Und damit hallo und herzlich willkommen bei der Hobbyfamilie. So, ich muss jetzt mal echt was loswerden. Also das ist jetzt schon wieder eine Erfahrung gewesen. Es ist so typisch. Also als allererstes, der erste Händler, bei dem ich gewesen bin, der dicht dran ist an der Waage von unserer Müllabfuhr da, die haben mich hin und her geschickt. Ich bin direkt mit dem kaputten Teil, mit dem Griff in die Werkstatt rein und ich sage, Leute, könnt ihr mir helfen? Ne? Mir ist hier was kaputt gegangen, ich bin in zwei Tagen im Urlaub. Da musst du ins Büro gehen und die fragen, ob wir helfen können. Okay. Ich bin ins Büro rein, da war eine nette Dame. Ich sage, hier ist kaputt gegangen, könnt ihr mir helfen? Was ist das? Wieso? Was ist passiert? Dies, das, jenes? Ja, dann muss ich mal nachfragen, ob wir helfen können. Und dann geht sie in die Werkstatt. Kommt aus der Werkstatt wieder und sagt, wir haben da keine Zeit für. Ich sage, das ist nicht schlimm, ich kann das auch selber einbauen. Habt ihr so ein Teil? Ich bin in zwei Tagen in Urlaub. Nö. Nö, ich glaube, haben wir auch gar nicht. Alles klar, danke. Hätten die mir ja vorher in der Werkstatt auch schon sagen können, oder? Also ich meine, was hast du denn da? Ach so, ja, nee, da können wir dir nicht helfen. Gut, dann wäre ich gegangen. Nein, ich gehe ins Büro und die muss dann nochmal in der Werkstatt nachfragen. Okay, jetzt bin ich hierhin, einen Ort weiter, wo wir den damals gekauft haben. Alle im Stress, hier Hochsaison. Klar, logisch, ne? Und ich sag Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und er sagt, oh, ich hole mal meinen Mann aus der Werkstatt. So, der Mann aus der Werkstatt kommt, hat hier sämtlichen Krams, neue Griffe hier vorne, ne? Das ist das Schloss vom Gaskasten, neue Sachen rausgesucht, geguckt, ob das passt, dies, das, jenes. Und dann am Ende so, du pass mal auf. Und dann kramt er in seinen ganzen Kisten darum, die schmeißen ja nichts weg, ne? Und hat eine Feder gefunden, hat dies und das und jenes gefunden, nochmal hier ein bisschen gesprüht. Mein Schloss geht wieder, besser als vorher. Und hat mich jetzt ein 20 gekostet, Handschlag, und der Mechaniker hat hinterher nochmal einen 10er für ein Feierabendbier extra bekommen. Einfach nur, weil ich jetzt super beruhigt losfahren kann. Ich kann meinen Gaskasten abschließen. Er wackelt nicht rum, die Sachen fliegen nicht raus. Ich hätte ihn festschrauben müssen. Keine Ahnung was. Geil. Also Man soll wirklich dabei bleiben, ne? Wenn man einmal zufrieden gewesen ist und irgendwo einen guten Service bekommen hat, dann soll man einfach dabei bleiben. Und wenn du ein bisschen weiter wegfährst, die anderen, also es gibt wirklich gerade auch im Caravanhandel meiner Meinung nach so riesengroße Unterschiede oder auch hier beim Autokauf. Leute, geht dahin, wo ihr zufrieden wart, und geht immer wieder dahin zurück. Ganz ehrlich. Also ich bin super zufrieden. Ich muss jetzt da vorne noch schnell ein paar Sachen einräumen wieder, die wir ausgeräumt haben. Ab nach Hause, Zwergi abholen aus dem Kindergarten. Und ja, weiter geht's. Ich muss noch so viel machen. Und was nicht fehlen darf, das muss ich jetzt unbedingt noch mit einpacken, das ist unsere neue Lampe. Und das ist nicht nur eine neue Lampe, das ist auch ein neues Radio, das ist eine neue Powerbank und das ist auch ein neuer Bluetooth-Lautsprecher. Das ist nämlich hier alles in einem. Richtig cooles Teil. Ich blende hier oben mal Werbung ein, weil das ist richtig coole Werbung. Das ist nämlich von Libov Gogo und ja, das ist, wie ich gerade schon sagte, einmal eine Lampe. Und da kann ich dann auch sogar noch die Lichtfarbe verändern, in kaltweiß, warm oder neutral. Und
Die hat auch hier oben so ein bisschen Solar drauf. Das reicht jetzt nicht zum vollständigen Aufladen, aber für die Erhaltungsladung. Und die kann ich natürlich dann auch mit USB aufladen, ganz klar. Das Geile daran ist, es hat einen kompletten UKW-Radio verbaut und ein Digitalradio, DAB Plus, mit automatischem Sendersuchlauf, mit Displayanzeige, so wie man das auch bei einem anderen digitalen Radio kennt, wenn die irgendwelche Mitteilungen da drauf machen. Richtig geiles Ding. Hat auch zusätzlich noch eine Taschenlampenfunktion und sogar eine SOS-Funktion. Oh, laut. Ja. Und ist sogar ein Notfallradio, hat nämlich auch eine Kurbel, wenn man mal gar nichts zum Aufladen hat und keine Sonneneinstrahlung da ist, dann kurbel ich halt 3-4 Minuten und kann auch wieder ein bisschen Notfallradio hören oder habe ein bisschen Notfalllicht. Das ist auch komplett wasserdicht und ja, richtig Outdoor geeignet. Schönes, geiles Ding. Haben wir einfach mal gesagt, okay, gucken wir uns mal an, werden wir mal kurz vorstellen. Und ich bin auch total begeistert. Wir haben das jetzt ausprobiert. Wir können uns mit dem Handy verbinden, weil das ja 2,7 Watt Lautsprecher verbaut hat. Das ist also ein Bluetooth-Lautsprecher und hat einen 5000 mAh Stunden Akku verbaut und da kann ich tatsächlich dann auch über einen USB-A-Anschluss mein Handy laden. Hier vorne ist einmal der USB-C zum Aufladen und aber auch der USB-A zum Entladen. Damit kann ich dann im Notfall, wenn das Ding voll ist, dann sogar mein Handy aufladen oder irgendwas anderes. Richtig geiles Ding, total viele Funktionen und auch die Soundqualität ist richtig gut. Kann ich jetzt leider nicht testen, weil wenn ich jetzt Radio anmache, dann haben wir hier irgendwelche Musik, die dann mein Video sperren wird. Aber ja, ihr könnt mir glauben. Also richtig cool. Aber wir wollen das Ding jetzt im Urlaub testen. Und deswegen nehmen wir den mit, weil abends auf der Terrasse, hatte ich fast gesagt, im Vorzelt oder vor dem Vorzelt am Tisch richtig schön eine Lampe aufgebaut und ein bisschen Radio hören oder so. Und es sieht auch noch richtig cool outdoormäßig aus, finde ich. Ne? So ein Natrogrün oder was ist das? Also richtig cooles Ding mit extrem vielen Funktionen. Richtig geil. Nehmen wir auf jeden Fall mit und wird im Urlaub ausgiebig ausprobiert. Und verlinke ich euch natürlich hier unter dem Video. Könnt ihr euch mal angucken. Gibt es bei Amazon und hat bis jetzt, also was diese zwei Male, die wir jetzt ausprobiert haben, richtig Spaß gemacht. Jetzt bin ich auf den Praxistest gespannt, wenn wir im Urlaub sind. So, ihr seht es am Licht. Es ist mittlerweile abends. Die Sonne geht fast unter. Wir sind zurück und da hinten steht der Wohnwagen. Habe ich wieder richtig schön an seinen Platz gestellt nach dem Wiegen und nach dieser ganzen Werkstattgeschichte. Jetzt habe ich dann die Jungs zwischendurch noch abgeholt und dann haben wir Essen gemacht und so weiter. Jetzt geht es erstmal ans Auto. Ich habe hier nämlich noch was zu tun. Wir haben den Wagen jetzt seit einem halben Jahr und ich fahre immer noch mit den verschiedenen vom Vorbesitzer rangeklatschten Vignetten hier rum. Und die werde ich jetzt mal alle wegmachen und dann auch die grüne wegkratzen. Da gibt es unsere grüne noch einfach mit dran. Ja, und das will ich heute Abend noch machen und dann reicht es auch für heute. Da wird dann heute nicht mehr viel passieren, aber für morgen habe ich noch ein bisschen was vor. Und morgen ist Freitag und ich hoffe, dass wir dann auch wirklich, ja, ich sag mal, das Gröbste durch haben. Da hätte ich noch den Samstag als Notfalltag, den halben Sonntag im Prinzip auch und Sonntag spätabends geht es dann los. Im Moment sind wir gut im Zeitplan. Das mit der Klappe vorne vom Wohnwagen mit dem Schloss, das hat mich so ein bisschen durcheinander gebracht, weil wieder 3 Tage vorm Losfahren irgendwas ist. Aber das hat ja ganz gut geklappt. Also im Moment sind wir gut im Zeitplan. Bin ich auch ganz froh drum. Schönen guten Morgen. Heute ist nicht Freitag und es ist auch nicht, wie man denken könnte, vielleicht Samstag. Es ist tatsächlich schon Sonntag. Es ist unser Abfahrtstag. Ich muss jetzt noch ganz schnell hier so ein kleines Päckchen wegbringen zu einem ganz lieben Menschen, die uns für Levi die Schultüte macht und dann auch für das vierte Kind von uns die vierte Schultüte macht. Ja, und da ist was drin, was sie dafür braucht, weil die macht immer richtig, richtig tolle Schultüten und die sind immer was ganz Besonderes. Das ist dann auch mein letztes Mal, dass ich den Wagen jetzt hier bewege.
Den werde ich dann so hinstellen, später, wenn ich zurück bin, dann auch, dass er schon an den Wohnwagen angekoppelt ist. Heute sind noch so ein paar Sachen zu erledigen. Ich zeige euch gleich noch, was wir gestern und vorgestern noch alles so gemacht haben. So viel war das nicht. Ich habe hier vorne am Auto mal was festgemacht. Wir haben jetzt nämlich doch die Markise dran. Ich habe noch mal hier die Adapterhalterung geholt für den Dachträger hier und habe hier gestern bei 31 Grad im Schatten, aber in der Sonne stehend, die Markise festgemacht. Und sieht schick aus, finde ich. Hat einen Vorteil, beziehungsweise auch einen Grund, warum ich das noch gemacht habe. Sabrina meinte, wenn wir unseren Zwischenstopp einlegen und dann schon ziemlich weit südlich sind, bei diesen Temperaturen, und wir haben keine Markise am Wohnwagen, dann haben wir dort, an diesem einen Tag, wo wir stehen, auch keinen Schatten. Wäre jetzt nicht dramatisch gewesen, aber wenn man das irgendwie anders machen kann, dass man Schatten hat, dann sollte man das tun. Also habe ich mich dann doch gestern noch rangemacht, habe die Markise am Dachträger befestigt und ja, war auch gut so. Ich habe geschwitzt wie ein Tier. Ich habe auch keinen Bock gehabt, gestern die Kamera in die Hand zu nehmen. Das ist einfach auch der Grund. Es war so heiß. Ja, und wir haben wirklich so ganz träge, hier so ein bisschen und da so ein bisschen. Sabrina hat den Wohnwagen mit unseren Klamotten eingeräumt. Wir haben das vorher immer alles gewogen. Jede Klamottentasche, 6,2 Kilo und all solche Geschichten. Da ist jetzt auch alles eingerichtet. Hier ist jetzt soweit alles eingerichtet. Wir haben hier einen schönen aufgeräumten Bulli. Da vorne steht die Kühltruhe. Wir haben vorne ja auch eine Kühltruhe. Die habe ich ja extra vor, weiß ich nicht, 2-3 Wochen geholt. Das ist so eine schöne Kühltruhe, die hier vorne zwischen die Sitze passt. Und das ist sogar eine Kompressorkühlbox. Also da kann ich bis minus 20 Grad einstellen, wenn ich das möchte. Und habe da wirklich richtig kalt. Also nicht wie die anderen, die bis maximal 18 oder 20 Grad unter der Umgebungstemperatur schaffen. Was ja dann bei 30 Grad immer noch über 10 Grad sind. Da kann man höchstens Getränke oder sowas reinmachen. Außer im Auto, klar. Im Auto habe ich Klimaanlage an. Und dann schafft die auch noch 18 Grad unter der Umgebungstemperatur. Das ist auch kalt. Aber wenn man sie jetzt nach draußen stellen würde. Ne? Ja, also die beiden sind drin. Es ist schön aufgeräumt. Es ist schön sauber gemacht. Es ist alles so, wie es sein soll für die Abfahrt. Heute Abend, ich weiß es noch nicht. 22, 23 Uhr geht's los. Und ja, ich bin gespannt. Ich bin irgendwie noch gar nicht so richtig aufgeregt. Aber das kommt vielleicht doch. Jetzt muss ich erstmal kurz das Päckchen wegpacken. Und dann werden wir hier heute so ganz gemächlich den Rest erledigen. Was auch nicht mehr viel ist. Wir sind gepunktet. So, es ist kurz nach 9, halb 10. Wir haben schon wieder 25 Grad. Ich bin zurück, ich habe mein Päckchen weggebracht. Jetzt trinken wir noch schnell einen Kaffee. Und dann ist Endspurt heute, ne? Ja, aber chillig. Chilliger Endspurt. Ich werde jetzt gleich erstmal Wasser auffüllen im Wohnwagen. 10 Liter Wasser sind eingeplant, damit sollten wir hinkommen. Wir brauchen ja nicht viel. Aber man sollte schon, wenn man auf der Fahrt unterwegs ist, ein bisschen Wasser dabei haben. Ja. Auch zum Spülen, weil wir mit Sicherheit irgendwo mal anhalten werden und die Toilette nutzen. Ja, ach so. Du guckst bitte dann noch im Auto die beiden Fächer oben. Wie heißen die? Wie heißt das, wo man da... Handschuhfach. Handschuhfach, genau. Man packt da ja keine Handschuhe rein. Warum heißt das Handschuhfach? Also ich habe noch nie einen Handschuh da dran gehabt. Ja. Dass du die einmal kurz sortierst. Weil das eine Handschuhfach ist klimatisiert. Da kann man dann vielleicht auch irgendwie ein bisschen Schoki reinmachen oder irgendwelche Süßigkeiten. Und das andere Fach ist nicht klimatisiert. Und an ein Fach muss ich rankommen, wenn ich nachts irgendwie... keine Ahnung was. Also zum Beispiel Renny räumt den Magen auf. Wenn ich Saft trinke, dann habe ich das nicht immer, aber manchmal und vor allem komischerweise im Auto. Ne? Wenn ich im Auto sitze und Säfte oder irgendwie was getrunken habe, habe ich manchmal das Problem, dass ich dann Sodbrennen bekomme. Und ja, dann muss ich an das mittlere Fach rankommen und da mir ein Renni-Räum den Magen auf reinschmeißen können. Dass wir das gleich noch ein bisschen sortieren. Kriegen wir hin. Und ansonsten... 2-3 Sachen müssen noch ins Auto.
Wir haben ein bisschen noch was im Wohnwagen, ne? Also das, wenn ja, die ganzen Kosmetikartikel, wenn wir fertig sind. Ach so, nachher ist dann. Ja. Ja, dann noch meine Fotoausrüstung, außer die Kamera. Mit der begleitet ihr uns nämlich, wenn wir dann auch losfahren im nächsten Video. Und der PC. Im Wohnwagen. Nee, im Auto. Ins Auto. Ja. Ja, ja, ins Auto. Und dann, ja, also jetzt erstmal, das ist alles nachher, ne? Mhm. Ja, jetzt erstmal Wasser auffüllen, ankoppeln. Ja. Und einfach schon mal, ich habe eben gerade auch noch mal getankt kurz, ich habe noch mal wieder voll gemacht, fehlte schon wieder ein bisschen. Ja, gut. Und dann ist das nicht mehr viel. Dann fahren wir los. Und wenn ihr mal wissen wollt, wie gechillt wir hier heute sind, am Tag unserer Abfahrt, ich habe in den letzten anderthalb Stunden ungefähr genau 3 Videos für euch gemacht, die ich einfach mal so, weil ich Bock hatte, weil ich Zeit habe, weil es total chillig ist hier heute, die ich einfach mal so nebenbei gemacht habe. 3 komplette Videos. Haben natürlich auch immer so ein bisschen mit unserem Urlaub zu tun und sind so kleine, ja, Special-Videos. Ja, geht unter anderem um das Campen im Ausland und ja, solche Sachen, wie wir das mit der Maut geregelt haben. Alles einzelne Videos. Einfach mal so. Und jetzt will ich hier die Außenspiegel anbringen. Der Vorteil bei dem Bulli hier ist, im Vergleich zu dem Opel, den wir vorher hatten, dass die Spiegel allein so schon viel weiter außen sind und ich sehr gut an dem Wohnwagen dran vorbeigucken kann. Ich will die aber trotzdem anbringen. Der Vorteil ist, ich muss wieder auf die andere Seite rüber, ich dachte, ich hätte den anderen hier. Der Vorteil ist, dass ich die nicht weit abstehen lassen brauche. Ich mache die so weit ran, dass die also direkt nebeneinander sind, weil dann vibrieren und zittern und wackeln die nicht so. Ich will nur ein ganz kleines Stückchen, kleines bisschen mehr sehen als jetzt. Und ja, das mache ich mal eben. So. Fertig. Und geputzt sind sie auch. Dann kann es ja schon fast losgehen. Ich werde jetzt gleich noch den Wohnwagen von seinem Platz wegrollen, nämlich weiter runter. Dann fahre ich davor, koppel an und dann steht für heute Abend der Wagen komplett angekoppelt hier vorne an der Straße. Und dann, ja, brauchen wir nicht mehr viel machen. Proviant wird noch eingepackt, die Kühlbox ist noch leer. Ja, Getränke, ein paar Sachen von den Kindern, Kuscheltiere, Sachen zum Spielen, also jetzt nur so fürs Auto. Und ja, Sabrina ist jetzt gerade schon am Backen. Da gibt es dann so nette Teilchen, so aus Blätterteig und so macht sie immer. Jedes Jahr, total lecker, kann man auch kalt so naschen. Und ja, mal gucken. Wir stehen kurz vor der Abfahrt, würde ich sagen. Es ist jetzt ungefähr 13 Uhr. Ich lege mich in einer Stunde, anderthalb, zwei Stunden lege ich mich ein bisschen hin und dann mal gucken, ob ich es schaffe, 4-5 Stunden zu schlafen. 22 Uhr haben wir jetzt entschieden, soll es losgehen. Mal gucken, ob wir das einhalten können. Wir werden es sehen. Hallo, wir fahren in Urlaub. Genau, wir sind nämlich fertig mit Packen. Der Wagen steht angekoppelt vorne an der Straße. Alle Sachen sind eingepackt, Auto ist gepackt. Ja, hier drin ist es aufgeräumt und eigentlich sind wir abfahrbereit. Ich will noch mal duschen, ja, und dann kann es losgehen. Haben wir denn schon verraten, wo es hingeht? Nein. Nö. Wir haben ein Auto. Ja, brauchen wir aber auch nicht, ne? Nö. Ihr werdet an den nächsten Videos werdet ihr erkennen, wo es hingeht. Weil ich habe ja vorhin gesagt, ich habe heute noch 3 Videos gemacht und die verraten so ein bisschen, in welche Richtung es geht. Ihr werdet also definitiv bei den nächsten Videos dann mitbekommen, wo wir hinwollen. Gut, wir hören hier auf und starten nach dem Duschen dann mit dem Abfahrtsvideo nach Urlaub. Nach Urlaub. Ja. Genau. Und dann hoffen wir, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Abonnieren noch nicht vergessen zu klicken und so. Oh, es wird spät, ne? Ich finde auch keine Worte mehr. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.